Seid gegrüßt, Suchende der Wahrheit und Hüter des mystischen Wissens. Willkommen im Mysteriöses Zentrum, wo wir in die verborgenen Gefilde des Spirituellen und Unbekannten eintauchen. Haben Sie sich jemals gefragt, wie die Menschen um Sie herum ihre Reise durch die tiefen Abgründe des spirituellen Erwachens wahrnehmen? Nicht nur die äußerlichen Veränderungen, sondern auch die Essenz, die von ihrem Wesen ausgeht, während sie den heiligen Pfad der Transformation beschreiten? Wenn wir uns auf diese einsame und doch wundersame Reise der spirituellen Erleuchtung begeben, werden wir unweigerlich zu Leuchtfeuern der Metamorphose. Unsere inneren Welten strahlen nach außen und berühren das Leben derer, die unsere Reise miterleben. Ihre Augen, ihre Gesten, ihre Worte werden zu Spiegeln, die unsere sich entwickelnde spirituelle Essenz reflektieren. In der heutigen Erkundung werden wir herausfinden, wie die Veränderungen in uns von den Menschen um uns herum wahrgenommen werden. Von den anfänglichen Turbulenzen und der Verwirrung bis hin zu der heiteren Klarheit und dem tiefen Frieden, die darauf folgen, werden wir die geheimnisvollen Wege entschlüsseln, auf denen unsere Transformation die Welt beeinflusst und inspiriert. Lass die Reise beginnen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie die Menschen um Sie herum ihre Reise durch die weiten und rätselhaften Gefilde des spirituellen Erwachens wahrnehmen? Wenn wir uns auf diese heilige Odyssee begeben, verändern wir nicht nur unsere äußere Erscheinung, sondern auch die Essenz, die aus unserem Inneren strahlt. Stellen Sie sich selbst als ein strahlendes Leuchtfeuer vor, einen Leuchtturm des sich entwickelnden Bewusstseins. Das Licht, das Sie ausstrahlen, wird von denen, die Sie umgeben, nicht nur gesehen, sondern tief empfunden. Es ist die Essenz Ihres Wesens, die stille Sprache Ihrer Seele, die Bände spricht. Es geht nicht nur um das bewusste Bild, das du projizierst, sondern um die tiefe Energie, die von deinem Kern ausgeht und die das Leben der Menschen um dich herum auf subtile und tiefgreifende Weise berührt. Wenn sie tiefer in die Gewässer ihrer spirituellen Transformation eintauchen, werden andere um sie herum zu stillen Zeugen dieser Metamorphose. Ihre Augen, ihre Gesten, ihre Worte, sie alle werden zu zarten Fäden, die einen Wandteppich der Wahrnehmung weben, der ihre fortschreitende spirituelle Entwicklung festhält. Sie sehen die Veränderungen in deiner Aura, fühlen die Verschiebungen in deiner Energie und spüren die Transformation in deiner Gegenwart. Diese unwillkürlichen Beobachter äußern sich vielleicht nicht immer zu dem, was sie wahrnehmen, aber ihre Reaktionen sind ein Fenster dafür, wie ihre spirituelle Reise bei ihnen ankommt. Ihre Neugier, ihre Verwunderung und manchmal auch ihre Besorgnis sind allesamt Spiegelbilder ihrer inneren Reise. Sie sehen vielleicht einen Funken des Göttlichen in ihren Augen, eine neu entdeckte Anmut in ihren Bewegungen oder eine ätherische Ruhe in ihrem Auftreten. Während sich ihr spirituelles Erwachen entfaltet, bemerken sie vielleicht, wie ihre Blicke etwas länger verweilen, ihre Worte ein anderes Gewicht haben und ihre Gesten bedeutungsvoller werden. Dies sind Anzeichen dafür, dass ihre Transformation nicht nur persönlich ist, sondern auch mit dem kollektiven Bewusstsein verwoben ist. Ihre Reise wird zu einem Spiegel, der ihr eigenes Wachstumspotenzial widerspiegelt, ihre eigene spirituelle Neugierde weckt und manchmal sogar ihre Wahrnehmungen in Frage stellt. In diesem mystischen Tanz der Transformation sind Sie und die Menschen um Sie herum miteinander verbunden, und jeder spielt eine Rolle in der spirituellen Erzählung des anderen. Das ist die Schönheit und das Geheimnis des spirituellen Erwachens, eine innere Reise, die nach außen strahlt und die Welt auf unsichtbare, aber kraftvolle Weise berührt. In den ersten Phasen des spirituellen Erwachens befinden wir uns oft in turbulenten Gewässern. Diese Reise nach innen kann tief sitzende Emotionen und ungelöste Ängste aufrühren, was zu einem spürbaren inneren Aufruhr führt. Es ist, als ob wir alte Häute abstreifen, uns mit Schatten konfrontieren und die Barrieren abbauen, die uns einst in einem Zustand der Unwissenheit hielten. Dieses innere Chaos spiegelt sich oft in unserer äußeren Welt wider und äußert sich in einem Mangel an Klarheit in unseren Gedanken und Handlungen. In dieser Phase kann sich auch unsere Körpersprache dramatisch verändern. Vielleicht bemerken Sie eine starre Körperhaltung, die die Unsicherheit und die latente Angst widerspiegelt, die diese tiefgreifende Transformation begleiten. Die Energie, die einst frei floss,
scheint nun eingeengt zu sein, so als ob eine unsichtbare Kraft versucht, sich von dem Alten zu lösen und das Neue zu umarmen. Die Menschen in ihrem Umfeld, die sie schon seit Jahren kennen, spüren diese Veränderungen vielleicht schon. Ihre Besorgnis wächst, wenn sie ihre schwankenden Gefühle und die Unsicherheit in ihrem Verhalten beobachten. Sie machen sich vielleicht Sorgen und fragen sich, was sie gerade durchmachen. Ist es eine Krise? Handelt es sich um etwas Tieferes, Tiefgreifenderes? Ihre verwirrten Blicke und vorsichtigen Nachfragen sind ein Spiegel ihrer eigenen Ängste und ihrer Liebe zu ihnen. Doch mit dem Fortschreiten der Reise beginnt sich eine bemerkenswerte Transformation zu entfalten. Der Sturm in ihrem Inneren beginnt sich zu beruhigen und weicht einem heiteren und weitläufigen Zustand des Seins. Ihr Gesicht, das einst von Anspannung geprägt war, strahlt nun eine neue Gelassenheit aus. Das Licht in ihren Augen erhellt sich und spiegelt eine tiefe innere Ruhe und geistige Klarheit wider. Es ist, als ob ein Schleier gelüftet wurde, der die Tiefe ihres wahren Selbst offenbart. Diese innere Ruhe überträgt sich auch auf ihre körperliche Präsenz. Ihre Körperhaltung wird entspannter, offener und symbolisiert ein neu gewonnenes Selbstvertrauen und ein unerschütterliches Vertrauen in das Universum. Sie beginnen, sich mit Anmut zu bewegen. Ihre Handlungen werden von einem tieferen Verständnis und einer tieferen Verbindung zum Göttlichen geleitet. Diejenigen, die sie beobachten, können nicht umhin, diese Veränderungen zu bemerken. Der Friede, der von ihnen ausgeht, die Klarheit in ihrem Blick und die entspannte Art ihrer Präsenz werden zu Quellen der Inspiration und Neugierde. Sie werden Zeuge des Wechsels von Aufruhr zu Ruhe und sehen in ihnen die Möglichkeit der Transformation. In diesem heiligen Tanz des Erwachens verändern sie nicht nur sich selbst, sondern werden auch zu einem Leuchtfeuer des Lichts für die Menschen um sie herum. Ihre Reise ist ein Zeugnis für die Kraft des spirituellen Wachstums, ein lebendiges Beispiel dafür, wie das Eintauchen in die Tiefen der eigenen Seele zu einer authentischeren, harmonischeren Existenz führen kann. Während sich ihre spirituelle Reise entfaltet, beginnt ihre Transformation nach außen zu strahlen und berührt das Leben der Menschen um sie herum. Ihre neu gewonnene Klarheit, ihr Frieden und ihre Authentizität können zu einer Quelle der Inspiration und Motivation für andere werden. Sie sehen in ihnen ein Zeugnis für die menschliche Fähigkeit zu Wachstum und emotionalem Gleichgewicht, einen lebenden Beweis dafür, dass tiefgreifende Veränderungen möglich sind. Diese Verwandlung fördert tiefere Verbindungen zu den Menschen um sie herum. In dem Maße, wie sie authentischer werden und sich auf ihr wahres Wesen ausrichten, laden sie andere ein, dasselbe zu tun. Die Barrieren, die sie einst von anderen trennten, beginnen sich aufzulösen, was einen aufrichtigeren und von Herzen kommenden Umgang miteinander ermöglicht. Die Menschen werden von deinem Licht angezogen und suchen nach der Weisheit und dem Frieden, die du jetzt verkörperst. Innerlich durchläuft ihre Wahrnehmung der Welt und ihrer selbst eine tiefgreifende Transformation. Die Linse, durch die du das Leben betrachtest, wird klarer, mitfühlender und besser auf die tieferen Wahrheiten der Existenz abgestimmt. Diese Veränderung wirkt sich auf ihr tägliches Handeln und ihre Entscheidungen aus und führt sie auf einen Weg, der mehr Sinn und Zweck hat. Sie bewegen sich in Richtung Mitgefühl und fühlen eine tiefe Verbindung zu allen Lebewesen. Handlungen der Freundlichkeit und des Verständnisses werden zur zweiten Natur, da du die Verbundenheit allen Lebens erkennst. Dankbarkeit erblüht in ihnen und verwandelt selbst die einfachsten Momente in heilige Erfahrungen voller Staunen und Wertschätzung. Dieser Wandel hin zur Suche nach dem Sinn in jeder Erfahrung bereichert ihr Leben in unvorstellbarer Weise. Jede Begegnung, jede Herausforderung wird zu einer Gelegenheit für Wachstum und tieferes Verständnis. Ihr spirituelles Erwachen öffnet die Türen zu einem Leben von tiefer Bedeutung, in dem jede Handlung und jeder Gedanke von einem Zweck durchdrungen ist. Die Menschen um sie herum können nicht anders, als diese inneren Veränderungen zu bemerken. Ihre Anwesenheit wird zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung und Inspiration, zu einer Erinnerung daran, dass Transformation für jeden möglich ist, der bereit ist, sich auf diese Reise einzulassen. Sie sehen das Mitgefühl in ihren Augen, die Dankbarkeit in ihrem Herzen und die Tiefe ihres Verständnisses, und sie werden angeregt, über ihren eigenen Weg nachzudenken.
In diesem mystischen Tanz des spirituellen Erwachens verwandeln sie nicht nur sich selbst, sondern erleuchten auch den Weg für andere. Deine Reise wird zu einer Welle im weiten Ozean der menschlichen Erfahrung, die Wellen der Inspiration, der Verbindung und des tiefgreifenden Wandels ausbreitet. Während sie tiefer in ihr spirituelles Erwachen eindringen, werden sie bei ihren Mitmenschen auf ein Spektrum von Reaktionen stoßen. Einige werden ihre Transformation zutiefst inspirierend finden. Sie werden von dem Licht angezogen, das du jetzt ausstrahlst, und suchen nach Führung und Weisheit durch deine Erfahrungen. Diese Menschen sehen in ihnen ein Leuchtfeuer der Hoffnung, ein Zeugnis für das Potenzial für Wachstum und Erleuchtung in jeder Seele. Ihre Reise wird für sie zu einer Quelle der Motivation, die sie auf ihrem eigenen Weg zur spirituellen Entdeckung ermutigt. Doch nicht alle Reaktionen werden so positiv ausfallen. Einige mögen sich durch ihre Transformation bedroht fühlen. Ihre neu gewonnene Klarheit und ihr Frieden können in ihnen ungelöste Ängste und Unsicherheiten wecken. Sie könnten ihre Veränderungen als Herausforderung für ihre eigenen Überzeugungen und ihre Lebensweise empfinden, was sie dazu veranlasst, defensiv zu reagieren. Diese Bedrohung ihrer Komfortzone kann sich in Versuchen äußern, ihre Überzeugungen zu diskreditieren oder die Bedeutung ihrer spirituellen Reise herunterzuspielen. Leider kommen solche Reaktionen oft von denjenigen, die ihnen am nächsten stehen, Familie und Freunde, die Schwierigkeiten haben, ihr neues Ich mit der Person in Einklang zu bringen, die sie einst kannten. Der Umgang mit diesen gemischten Reaktionen erfordert Weisheit und Mitgefühl. Negative Reaktionen, insbesondere von geliebten Menschen, können sehr schmerzhaft sein. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ihr Kampf, ihre Transformation zu akzeptieren, oft aus einem Gefühl der Liebe und Besorgnis heraus entsteht. Sie verstehen vielleicht nicht, dass ihre spirituelle Suche ein natürlicher und wesentlicher Teil ihrer persönlichen Entwicklung ist. In manchen Fällen kann eine vorübergehende Distanzierung notwendig sein. Dieser Abstand ermöglicht es ihnen und ihren Mitmenschen, zu reflektieren und individuell zu wachsen. Er gibt ihnen Zeit, ihre Veränderungen zu verarbeiten und ihnen die Möglichkeit, ihre Reise ohne die Last ihres Widerstands fortzusetzen. Diese Distanzierung muss nicht von Dauer sein. Mit der Zeit und bei gegenseitigem Verständnis können sich Beziehungen heilen und weiterentwickeln und werden oft stärker und authentischer. Denken Sie bei der Bewältigung dieser Herausforderungen daran, dass Sie Ihrem Weg treu bleiben. Ihr spirituelles Erwachen ist eine heilige Reise, eine Reise, die ihre Seele bereichert und sie mit ihrer wahren Bestimmung in Einklang bringt. Die Reaktionen anderer können zwar ihre Erfahrung beeinflussen, aber sie bestimmen nicht ihren Weg. Nehmen Sie die Unterstützung und Inspiration derer an, die Sie verstehen und sich von ihnen leiten lassen, und begegnen Sie denjenigen, die sich schwer tun, mit Mitgefühl und Geduld. In diesem mystischen Tanz des Lebens ist jede Reaktion, der Sie begegnen, ein Spiegelbild des universellen Prozesses von Wachstum und Transformation. Indem du diese Reaktionen verstehst und annimmst, erhältst du den Weg für dich und andere und förderst eine Welt mit mehr Einfühlungsvermögen, Verbindung und spirituellem Erwachen. Die Aufrechterhaltung der Harmonie während ihres spirituellen Erwachens ist ein heikler Tanz, der ein tiefes Verständnis dafür erfordert, wie andere ihre Veränderungen wahrnehmen. Während sie sich transformieren, müssen sie vielleicht ihre Kommunikation und ihr Verhalten anpassen, um das Gleichgewicht mit den Menschen zu wahren, die ihnen wichtig sind. Das bedeutet nicht, dass sie ihren Weg aufgeben müssen, sondern dass sie Wege finden müssen, um die Kluft zwischen ihrem sich entwickelnden Selbst und den Perspektiven der Menschen um sie herum zu überbrücken. Wenn Sie sich auf die subtilen Hinweise und Reaktionen anderer einstellen, können Sie diese Interaktionen mit mehr Einfühlungsvermögen und Weisheit steuern. Wenn Sie Ihre Wahrnehmungen verstehen, können Sie das Gespräch sanft lenken und Ihnen helfen, die Schönheit und Notwendigkeit Ihrer Transformation zu erkennen. Dieses Gleichgewicht stellt sicher, dass Sie Ihren eigenen Weg des Wachstums ehren und gleichzeitig die Harmonie in Ihren Beziehungen bewahren. Inmitten dieses komplizierten Gleichgewichts bleibt die persönliche Reflexion jedoch von größter Bedeutung. Letztendlich ist es weniger wichtig, wie andere sie sehen, als wie sie sich selbst sehen.
Ihr spirituelles Erwachen ist eine zutiefst persönliche Reise, die von Ihnen verlangt, dass Sie Ihrer Selbstwahrnehmung und Ihrem Selbstwachstum Vorrang vor äußeren Meinungen einräumen. Die Reflexionen, die Sie in Ihrer eigenen Seele finden, sind die wahre Essenz Ihrer Transformation. Nehmen Sie sich auf dieser Reise einen Moment Zeit, um über Ihren eigenen Fortschritt und die Veränderungen in Ihrem Inneren nachzudenken. Umarmen Sie die Veränderungen, die neu gewonnene Klarheit und den Frieden, der sich aus der Ausrichtung auf Ihre wahre Natur ergibt. Deine Selbsterkenntnis und Selbstakzeptanz sind die Eckpfeiler deines spirituellen Weges, die dich zu tieferem Verständnis und Erfüllung führen. Ich lade Sie ein, Ihre Erfahrungen und Gefühle über Ihre spirituellen Veränderungen in den Kommentaren mitzuteilen. Ihre Geschichten und Überlegungen können andere, die sich auf einem ähnlichen Weg befinden, inspirieren und unterstützen. Indem wir eine Gemeinschaft von gemeinsamen Erfahrungen schaffen, können wir alle wachsen und voneinander lernen. Denken Sie daran, liebe Suchende, die Reise nach innen ist die tiefgreifendste Reise, die Sie je unternehmen werden. Stellen Sie Ihre Selbstwahrnehmung und Ihr Selbstwachstum in den Vordergrund, denn nur wenn Sie sich selbst verstehen und akzeptieren, können Sie den vor Ihnen liegenden Weg wirklich erhellen. Ihr spirituelles Erwachen ist ein Geschenk, eine transformative Kraft, die nicht nur Sie selbst verändert, sondern auch die Macht hat, die Menschen um Sie herum zu inspirieren und zu erheben. Mögen Sie in diesem mystischen Tanz des Lebens innere und äußere Harmonie finden und die Schönheit Ihrer einzigartigen spirituellen Reise annehmen.